Helmut Schmidt in seinem Bundestagsbüro, kurz vor dem Auftritt seines Nachfolgers Kohl. Ein letzter Blick in ausländische Zeitungen. An der Wand hängen Bilder aus vergangenen Zeiten. Stationen eines Politikerlebens mit vielen Höhepunkten. Ein Mann im Kreise der Mächtigen von einst und heute. Schmidt hat sich vorgenommen, Kohl zu zeigen, wer hier der wahre Staatsmann ist. Ehefrau Loki will den Auftritt ihres Mannes nicht versäumen. Sie geht voraus. Ehemann Schmidt macht sich später auf den Weg ins Bundestagsplenum, wo er ein seltener Gast ist. Loki Schmidt hat bereits in der ersten Reihe der Tribüne Platz genommen. Schmidt setzt sich neben seinen alten Freund Wischnewski. Kurz nach dem Eintreffen des heutigen Starredners beginnt Kohl mit seiner Erklärung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die europapolitische Bilanz dieser Bundesregierung ist eindeutig positiv. Eine Prise Schnupftabak, Schmidts altbewährtes Stärkungsmittel, während der Kanzler das langsame Schritttempo bei der Einigung Europas beklagt. Kohl zeichnet aber dennoch ein positives Bild seiner Bemühungen in der EG. Die Worte des Kanzlers, ohne viel Leidenschaft vorgetragen, können den Amtsvorgänger keineswegs beeindrucken. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Jahreszeit, die lässt ja frohe Botschaften erwarten und eine solche haben wir eben vernommen nach der Weise, von draußen, vom Gipfel komme ich her, wo es dann hinterher heißt, überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Schmidt kreidet dem Kanzler an, völlig unangebrachten Optimismus zu verbreiten. Doch insgesamt präsentiert sich der frühere Kanzler nicht als scharfzüngiger Oppositionsredner, sondern als welterfahrener Politiker, der über den Dingen steht. In Bonn wird spekuliert, dass dies die letzte Rede Schmidts vor dem Bundestag war. Denn er steht seiner eigenen Partei zunehmend kritisch gegenüber.